Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier in der Grelsburg oder wie die hieß. Gerade drinnen, da sind noch zwei Wildmagier. Irgendwo, die ich noch erledigt haben will, bevor wir weiter in den Verlies hinuntergehen. So, da sind zwei. Ich speichere einmal und schau, dass ich die erledigt bekomme. Ach, das sind Straßendiebe. Okay. Die ist eine Wildmagierin. Nicht zu nahe kommen. Wildmagier kriegen wir locker hin. Warum sind hier eigentlich so viele weibliche Gegner? Es war jetzt nur ein männlicher Gegner und dann jetzt halt die nur noch weibliche. So, noch einmal hier verstecken. Die das nicht hören mit dem Bogen. Warte mal. Ich schieß mal daneben. Wart mal. Wer ist das alles? Okay, super. Die andere hat mich noch nicht. Okay. So, was hat die? Dietrich, Eisenschild, Groschen, Menschenfleisch. Hä? Wart mal. Treffen müssen wir noch üben. Okay, der letzte Schuss in die Schulter, der hat sie gegeben. So, da geht's auch noch weiter. So, was haben wir hier? Gleißender Funke Rang 2. Untote Vertreiber Rang 2. Sonst hier oben glaube ich nichts. Da hinten vielleicht haben wir noch was. Okay, hier geht es auch nochmal weiter runter. Ich habe nur eine Straße. So, irgendwas davon besser. Käsestück nehmen wir mit. Menschenfleisch nehmen wir mit. Oh! Stufe 25. Ihr habt 5 Lernpunkte. Wieder auf Leben, würde ich mal sagen. Ein Erinnerungspunkt. So, wollen wir das hier weiter ausbauen? Die eiserne Jungfrau haben wir jetzt. Entkräftung, was macht das nochmal? Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen absorbiert einen Teil dessen Ausdauer. Eiserne Jungfrau hätten wir. Könnten wir auch nochmal auf Stufe 3 machen. Schnelle Reflexe. Blockt ihr, während ein Gegner einen kraftvollen Angriff auf euch schwingt, verlangsamt sich kurzfristig die Zeit. Würde ich das hier mal machen? Geht auch nochmal weiter. Was ist das? Altes Buch aus Ad Balor.
Ach, Ad Balor, genau. Ad Balor sind wir. Nicht, Grelsburg. Grelsburg waren wir davor. Das ist nur Deko. Die Trommel will ich nicht. Ad Balor Tiefen. Ah, okay. Sind wir dann hier also durch, oder wie? Alle besiegt, alles eingesammelt? Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Oder mal gucken. Genau, das führt zu den Ruinen. Dann suchen wir uns mal einen Ausgang. Also den Weg hier wieder raus. Vielleicht da, wo wir auch reingekommen sind. Hoppala. Komme ich hier auch wieder raus? Irgendwie? Gibt's hier was, das die Dinger ausschaltet? Das da war ja für das Tor. Okay, jetzt haben wir's. So sind wir in Sicherheit. Sonst gab's hier, glaube ich, auch nichts mehr. Hier ist doch noch was versteckt. Okay, krass. Ja, okay, aber wir gehen dann mal hier wieder raus. Boah, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wieder Bock, Skyrim zu zocken. Ich freue mich schon darauf, mit Skyrim wieder loszulegen. Funktioniert doch das Ding noch. Ich dachte, das wäre vorüber. Der sei kaputt. Egal, wir gehen raus. Zauber der Lichtmagie ermöglichen euch Selbstheilung, Verstärkung, natürliche Resistenzen und das Bannen von Untoten. Wenig konnte ich das mal zu Ende lesen. So, welche Richtung? Westen war da, glaube ich. In die Richtung. Also erstmal Richtung Norden und dann die über die Brücke. Und da vorne ist auch noch ein Zeltlager. Vielleicht können wir da auch mal pennen, wenn wir die Leute da besiegt haben. Die Nacht verbringen.
Immer diese tollwütigen. Aha. Okay, wie krass sich das eigentlich auch jetzt gerade hier verändert hat. Von den Filtern her. Was sind das für Wölfe? Normale Wölfe. Die jetzt ihren Weg zu mir suchen. Clown. Der ist leer. Okay, das ist aber ein interessantes Lager. Irgendwas hat mich entdeckt. Oh, eine Eispranke. Jetzt ist die Frage, sind das Freunde oder Feinde? Drei haben wir sogar hier. Alles Magier. Ich ergreife mal die Flucht. Gegen drei Wildmagier keine Chance. Erstmal. Obwohl ich jetzt für die schon mittlerweile aus Reichweite. Fest. Yo. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, die sind heftig. Die sind richtig heftig drauf. Ah, super, nein. Ausgerechnet jetzt hier. So. Ich glaube, ich lasse die doch erstmal da in Ruhe. Und sammle gleich das eine Ding da nochmal ein. Achso, der ist schon hinter mir her. So. Das hier nochmal.
16 von 100. Speichern. Da hinten haben wir auch wieder eine Burg. Wolfsklauen brauchen wir nicht. Warte mal. Nochmal speichern, bevor ich angreife. Solange die so doof sind und da hinten rumchillen. Die kommen ja nicht bis zu mir. Das ist richtig mies. Ich fühle mich, als würde ich im Gothic schießen. Geht er da ein bisschen daneben? Ich glaube, die mal alle hier hin. Sorry, dass das so ein ewiger Kampf wie jetzt ist. Und die haben eigentlich so viel Leben. Außer die eine Wildmagierin jetzt, aber okay, die sind. Oder die schützen sich halt mit Magie extrem. Ach komm. Sollen alle hier hinkommen. Bisschen näher. Dem ist er ausgewichen.
Komm, ich... So, nochmal hier hin. Ich verballer so viele Pfeile gerade. Schön ist, ich habe ja Pfeile ohne Ende. Obwohl auch die werden irgendwann verbraucht sein. So, jetzt komme ich hier hin. Dem ist er ausgewichen. Die erste haben wir. Komm schon. Nicht deren Ernst. Hier geblieben. Wie viele Pfeile habe ich jetzt verballert? 100? Locker. Einer hat sich wieder aufgeladen, halt. Jetzt ist nur noch der eine da übrig. 240 Erfahrungspunkte haben die gegeben. So, der soll bitte hier wieder hinkommen. So ist er den wieder ausgeglichen. Nicht sein Ernst. Den weicht er auch wieder aus. Hierher. Keine Ahnung, was ich jetzt getroffen hatte, aber irgendwas hat die getroffen. Nice. Alle drei losgeworden. So, dann ist da unten noch ein Wolf. Warte mal, ich hab da... So. Irgendwo hier ist noch ein Wolf. Da. So, was hat der? Wolfsklauen. Die brauche ich nicht. So, jetzt ist die Frage. Okay, hier ist die Musik ganz komisch. Ganz anders.
Und die hatten hier gelagert. Jo, die sind hier extrem stark. Alter, die sind viel zu stark hier oben, hier unten. Oder meine Rüstung ist einfach zu schwach. Ich glaube, hier hätte von hier hätte ich hier oben gekonnt. Okay, aber interessantes Lager. Boah, ich dachte, die fallen jetzt runter. Turmlager entdeckt. Okay, interessant, wie die hier liegen. Stab des Feuerballs. Alter, wie viel ist deren werden? Wildmagier Kapuze 80. So, Pfeile. Ah, ist auch nicht mehr viel wert für mich. Allgemeiner Seelenstein. Set des Nimmers Diadem, Bauplan, Feinstaub. Grünharnisch, Grünstreitkolben, Groschen. So. Machen wir. Okay, interessante Zauber haben wir jetzt mittlerweile. Ich kann nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich hoffe, die haben mich gleich nicht mehr im Visier, damit ich rasten kann. Kann ich immer noch nicht. Okay, ich muss die erstmal besiegt haben. Die werden mich eh gleich wieder verlieren. Der wird mich gleich wieder verlieren. Neun Uhr abends. Machen wir bis 11 Uhr bis 8 Uhr morgens. Vielleicht auch noch mal kurz speichern. Kann ich von hier oben erkennen, wo da noch welche sind unten? Da ist einer. Zwei.
treffen mich aber auch. Nein, der war doof. Kann ich vielleicht irgendwie mal einen Zauber benutzen oder so? Ne, warte. Anrufen, ruf einen Ahnengeist, der Stufe 7 rein. Chaosnummer. Fest eine Chaosnummer beim getroffenen Kind. Also Jungfrau. Knochenbrecher, Fieber und Wundbrand. Oh! Ich muss mich heilen. Ich habe nicht genug Mana dafür. Geisterwolf da vielleicht? Geh, los, greif an! Ich hoffe, er kommt rechtzeitig da an. Ich glaube, ich müsste definitiv noch mal kurz rasten, damit Gesundheit voll ist. Okay, die sind alle wieder hinter mir her, alle vier. Gut, Kürbis. Essen wir die Dinger drauf. Ja, Muschelfleisch, die Orange, Tomate. Wasser. Erstmal Gesundheit wieder voll machen. Die sind da hinten irgendwo, okay. Ach, da sind sie. Alter, die können mich sogar von da treffen. Okay. Nicht gut. Okay, die können da durchschießen. Okay, die ist keine gute Verteidigung hier oben. Oder ich bin echt einfach nur zu schwach. Ich habe so ein Gefühl, der da oben. Ich glaube, ich habe ihn gerade noch gesehen. Da. Da ist er schon. Jetzt habe ich ein Problem.
Ja, gut, okay, wo treffen die mich? Da oben. Jetzt suchen die mich wieder. So. Einmal heilen. Vielleicht speichern, weil wir den ersten losgeworden sind. Wie sieht's aus bis zur nächsten Stufe? Könnte noch ein bisschen dauern. Was werden wohl die Maximalstufe, die man hier erreichen kann? Die sind schon aber hier sehr stark. 992 Pfeile haben wir noch. Und die sind jetzt da oben unterwegs. Ich hoffe, ich bin noch außer Sichtweite. Sollen die lieber hier unten sein? Versuch die mal dahin anzulocken. Die hat mich jetzt gesehen. Sind sie genau? Die sind nicht mehr oben. Automatisch speichern, okay. Ich hoffe, die sind wieder da hinten. Dann können wir die... Jetzt haben sie mich entdeckt. Mist. Okay, da kommt schon der nächste. Haben wir ihn. Ich hoffe, ich falle da jetzt nur nicht runter. Ja, jetzt haben wir ihn.
Wo ist der andere? Fehlt doch noch einer. Da. Direkt unter mir. Der war jetzt doof. Aber okay, wenn der alleine ist. Was haben wir denn da? Pyrrhische Rüstung. Ein Teil eines alten Volkes. Was habe ich jetzt gemacht? Was war da? Noch ein Groschenbeutel. Irgendwas habe ich noch mitgenommen, was ich nicht haben wollte. Da kommt er schon. Ein Runenschwert. Können wir hiermit was machen? Sterlingstiefel? Okay, ich suche mir den Weg wieder darunter. Weil ich jetzt wissen will, was da unten ist. Vor allem hier ist die Musik ja auch ganz anders. Massive Truhe, Bauplan, Assassinenschuhe, geräumiger Rucksack, Einzelteil, Grabstein, Mondsteinbarren, Runenbogen, Runenschwert des Feuerzorns, zweimal. Das kommt nämlich auch mal mit. Pyrrhische Rüstung. Lag da noch irgendwas? Automatisch speichern, da ist ein Kanickel. Ein Bär und zwei Bären. Ein Braunbär. Jo, ich dachte, man ist vorbei mit mir. Eselchen wollte ich jetzt nicht. Aber nochmal speichern.
Wo genau befinden wir uns jetzt? Düstertal. Das ist jetzt das Düstertal, was wir jetzt erkunden. Und da oben ist noch eine Burg. Da sind sehr viele Lager. Gleich hier vorne ist ja das nächste. Ja, super. Wieder die Irrlichter. Zu viele von denen sogar. Meiner Meinung nach. Ich lock die alle mal hier hin. Okay, es sind nur vier. Okay, die haben mich entdeckt, aber ich hoffe, die kommen hier auch nicht hin. Ich verliere mich gleich wieder aus den Augen. Den noch mal. Super, wie gut man sie treffen kann. Das finde ich schon mal super. Jetzt eher weniger. Noch einer irgendwo in Treffreichweite? Nee. Hinten ist aber jemand. Also noch so ein Irrlicht. Muss er bitte dahin gehen?
Okay, den haben wir schon mal. Die geben aber auch nur 50 XP. Hier hin. Okay. Komm, bleib irgendwo stehen. Ja. Hier waren aber noch ein paar. Irgendwo. Wo waren sie? Das gehört gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier noch rumlungern. Von zwei weiß ich auf jeden Fall, die hier immer noch sind. So. Leersand nehmen wir mit. Verlassen das Alchemistenlager. Notiz. Die ersten Tage in diesen verfluchten Wäldern erwiesen sich als friedvoller, als die Gerüchte mich haben glauben lassen. Wo sind die Wegelosen, von denen man sich erzählt? Die Körper jener, die im Kampf gefallen sind. Eine gewisse bedrückende Atmosphäre ist jedoch nicht zu leugnen. Wir wissen, dass sich einst auf diesem Boden solch Unrecht zugetragen hat, und nun selbst über die Gräber zu laufen, in diesem uralten Friedhof, plagt mein Geist, wenn ich mich des Nachts zur Ruhe lege. Meine Nachforschungen allerdings haben interessante Früchte getragen. Die Höhle neben meinem Lager, welche den Gutmondrebellen wohl als Lebensmittellager gedient haben muss, wirkt einen älteren, scheinbar bisher unentdeckten Ruinenkomplex. Vielleicht lässt sich hinter die letzten Ritualstelle finden, wie aufregend. Gleich morgen werde ich mich an die Erkundung dieser verschütteten, vergessenen Hallen machen. Den magischen Bann konnte ich auf das verlassene Kloster ganz in der Nähe zurückverfolgen. Wenn ich alle Ritualstellen aufsuche, könnten sich die Pforten unter Umständen öffnen. Was wird mich dahinter erwarten? Welchen Zweck dieses uralte Gebäude? Schon bald werde ich es wissen. Was ist das? Assassinenhandschuhe? Sterlingsstiefel? Assassinenhandschuhe. Okay, nice. So, und die haben wir jetzt zweimal. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.